Naja, wir brauchten für diese Heilpaste. Was brauchten wir? Spinnenzeug und Asche. Asche kann ich herstellen. Das kann ich. Und Spinnenzeug. Mal sehen, ob hier irgendwo Spinnen in der Nähe sind. Also ich weiß, dass ich des Nachts doch mal Spinnen gesehen hatte, oder? Das scheint gar nicht der Fall gewesen zu sein. Vielleicht habe ich mir es auch schon eingebildet. Okay, dann machen wir uns jetzt von hier aus mal westwärts auf die Suche nach Spinnen. Langsam bin ich auch immer verrückter, wie ihr seht. Mein Leben sagt auch nichts mehr, das allzu gut ist. Ist auch immer komisch, wenn das Leben mit einem redet. Und sogar bezüglich Essen könnten wir noch ein bisschen mehr haben. Ich komme nicht umhin, genau das anzumerken. Karotten mal wieder als Köder. Ist gleich Nacht? Nein. Ich freue mich schon auf die Nacht, weil ich dann endlich schlafen kann. Gleichsam will ich aber erstmal was gegen meinen Wahnsinn tun. Was gegen mein... Ihr wisst schon. Gegen mein Leben. Nicht gegen mein Leben, sondern für mein Leben, besser gesagt. Dann schlendern wir mal hier in den Süden. Hier auch zum Glück noch ein bisschen was für gegen den Hunger. Danke. Konnte man nicht die Schmetterlinge... Aber ich weiß nicht, ob man Schmetterlinge essen kann. Ich bin so hungrig. Ja, wird ja alles gut. Glaub mir, alles wird gut. Du legst nämlich jetzt dort einfach mal eine Karotte nieder. Dann packen wir unseren Speer aus. Und dann von hinten ran. Spüre meinen Speer von hinten. Das hört sich so falsch an. Jetzt! Huh. Alles klar. Wenn wir es schnell genug machen, überlebt sogar die Karotte. Ups. Wenn wir sie selbst essen, überlebt sie allerdings nicht. Ist auch so ein Hinweis, den sollte man sich immer merken. Wenn du Essen isst, ist es gegessen. Merke dir das, mein Sohn. Merke dir das für alle Zeit. In alle Ewigkeit. Ranpirschen. Komm schon, Kleiner. Ist das nicht toll? Siehst du nicht diese tolle Karotte dort? Der Vogel kommt mir da gerade ungelegen. Alles klar, wir haben genug, um die Nacht zu überleben. Wir haben, glaube ich, sogar genug das erste Mal, um mal wieder unser ganzes Hungergedöns aufzufüllen. Spinnen konnte ich leider nicht finden. Wo ist denn hier? Ah ja. Das Lagerfeuer ist immer noch da, wo wir es liegen ließen. Mal sehen, ob die Falle zuschnappte. Oh. Was war das denn? Och nein. Wir müssen den jetzt eigenhändig noch ermorden. Okay. Ja, es tut mir leid, aber ist er oder ich, ja? Das ist diese ganze Sache hier. Entweder das Tier oder ich. Und da würde ich dann eher sagen, das Tier stirbt und ich überlebe. Wie viel bringt uns das? Schau mal, 43. 55. Also auch nur 12? Das ist alles gar nicht so effektiv, wie ich mir erhoffen würde. Aber es heilt anscheinend auch. Sammeln wir noch ein paar davon. Oder auch nicht. Ja, es wird Nacht. Und was in dieser verhängnisvollen Nacht passieren wird... Oh Gott, warte. Bevor ich hier Tschüss sage. Ich habe kein Holz mehr. Aber ich habe hier noch anderes Zeug. Das zum Beispiel. Versuchen wir mal zu schlafen, oder? Ja, wir müssten jetzt alles Nötige haben, um uns ein Bett machen zu können. Da will ich Tschüss sagen und kann es einfach nicht. Das Spiel zieht mich gerade durchaus in seinen Bann. Ja, das muss man an dieser Stelle schon... Ich komme nicht umhin, genau das anzumerken. So. Ich würde sagen,
schauen wir vorher noch, dass das unbedingt hell genug bleibt, die ganze Nacht über. Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Siehst du das Feuer nicht? Wir müssen Seile rein. Es tut mir gerade leid, aber wir müssen Seile reinwerfen. Und, bist du gut? Mach noch eins rein. Ich weiß, die sind voll wertvoll, aber... ich will da echt kein Risiko eingehen. Okay, schlafen wir? Was passiert da gerade? Irgendwas... oh Gott, ich bin hungrig. Oh. Nimm das. Was? Wo ist denn unsere Schlafrolle? Sag mir nicht, wir brauchen für jede Nacht eine Schlafrolle. Ja, dann war es ja ganz klug, dass ich die Seile als Feuer benötige. Ach, wenigstens bin ich ein bisschen weniger wahnsinnig als vorher. Aber mit dem Leben sieht das irgendwie... mein Leben ist geschwunden. Kann das sein, dass ich des Nachts attackiert wurde? Bevor wir jetzt irgendwas weitermachen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Don't Starve. Ich kann nicht aufhören, ne? Was soll denn das hier? Ja gut, dann machen wir halt noch den Stein da weg. Ja, ein bisschen Flint kann nie schaden. Alles Flint, das ich finde, ist gut, finde ich. Ja, finde ich auch. So, nachdem meine beiden Persönlichkeiten sich jetzt untereinander absprachen, würde ich sagen, spätestens jetzt ist es aber wirklich mal Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, verdammt. Das kann nicht so schwer sein. Ich hab Hunger. Kann ich dich irgendwie... stirb! Verdammt. Ah, natürlich die ganzen Beeren. Wir können die Beerenroute nochmal ablaufen. Auch wenn das mittlerweile ein bisschen lächerlich ist. Wir sollten mittlerweile echt genug Zeug haben, um damit irgendwas zu bauen. Aber nein, wir laufen die Beerenroute ab. Warum auch nicht? Wir können auch mal das gucken, was das mit den... was das alles ist von wegen Survival hier. Bird Trap. Dafür brauchen wir auch Spinnen. Alles führt momentan zu Spinnen. Ich würde sagen, ja, dann sollten auch wir unsere Schritte langsam zu Spinnen führen. Jetzt erstmal ein paar mehr Beeren sammeln. Das ist doch Wahnsinn jetzt. Ich wollte schon vor einer halben Stunde Tschüss sagen, verdammt. Ich kann nicht. Ja, okay. Ich finde das Spiel gerade verdammt geil. Es ist wahrscheinlich das Geilste, was ich seit langer Zeit gespielt habe. Und das auch noch so simpel. Aber ja, ich liebe es. So, und mit diesen zugebenden Worten, wir könnten uns von diesem Hasen da... eine Karotte? Komm her, kleiner Süßer. Du bist doch ein Süßer, ne? Komm her. Siehst du da die Karotte? Ich kann in der Zeit ja auch schon mal hier das Gras aufsammeln. Siehst du die Karotte? Ist das nicht eine schöne Karotte? Voll lecker und so. Hab ich nur für dich gebackert. Ehrlich. Ja, bist du jetzt hin und weg, ne? Aber ist wirklich so. Wir brauchen gerade eine Karotte. Selbst eine. Selbst ist der Marco. Den kriege ich nie im Leben. Nein. Aber den Hasen da... tja, ich würde sagen, den Hasen hab ich. Ernähren uns seit Tagen schon nur noch von Hasenfleisch. Irgendwas machen wir falsch. Aber sagt es mir nicht, ich finde es heraus. Ich lasse mir das jetzt nicht nehmen. Da könnt ihr schreien, euren Bildschirm anprügeln, wie ihr wollt. Die Fallen sind ja jetzt auch nicht so effektiv, weil wir da immer eine Karotte verlieren halt auch. So, was gibt es wichtige Sachen? Ein Heuwall wäre vielleicht eine Idee. Gegen die Angriffe böser Bubis. Außerdem gibt es hier noch Refine.
Cut Stone. Ja, machen wir mal ein paar davon. Einfach damit wir es dann unterwegs können. Logs können wir auch ein paar machen. Ein Zeichen. Ja, warum sollte ich ein Zeichen machen? Ein Steinwall. Aber es ist... Ja, brauchen wir eine Alchemie-Engine. Okay, momentan... Wir könnten... Ach, das ist ja alles... Mir fällt gerade auf, das ist alles völlig egal. Wenn wir nicht bald was ganz anders machen, nämlich, um genauer zu sein, wenn wir nicht bald eine Möglichkeit finden, schneller mehr Essen zu kriegen, dann verdursten wir hier noch. Das ist die traurige, aber wahre Wahrheit. Irgendwas... du guckst aber nicht gerade schön. Vor allem hast du Hunger. Es tut mir leid, wenn ich dich jetzt zum Schlafen schicke, dann wird das nichts. Ich glaube, wir müssen... Ja, die Karte kennen wir. Du hast immer noch Hunger. Das war nicht gut. Okay, jetzt hast du keinen Hunger mehr. Eine Möglichkeit, schnell an Essbares zu kommen, könnte man vielleicht... Wir könnten natürlich das mit den Fallen weitermachen. Kleinere Wunden können wir damit, aber dafür müssen wir Bienen. Aber wir wissen wenigstens, wo Bienen sind. Aber dafür brauchen wir eine Alchemie-Engine. Und für die Alchemie-Engine benötigen wir jetzt noch... Ja, haben wir bald. Zusammen. Bald. Außerdem brauchen wir... Es muss eine Möglichkeit finden... Ich muss eine Möglichkeit finden, schneller an Essen zu kommen. Echt jetzt. Food. Das hilft ja schon mal. Farm, ja, aber man kann ja irgendwie nichts, weißt du? Das Problem ist, Farm ist ja schön. Da könnte man theoretisch drüber nachdenken. Farm ist ja schön. Aber das Problem ist, ich habe ja gar nichts, das ich da reinmachen kann, was essbar ist. Ich kenne ja keine essbaren Pflanzen, die auch noch Seeds haben, ne? Das ist das Problem. Außerdem habe ich jetzt gar keine Möglichkeit, die Nacht durchzuschlafen, oder? Das geht gar nicht. Denn ich habe meine Schlafrolle nicht mehr. Wisst ihr was? Ich glaube, das hier können wir uns leisten. Jetzt haben wir eine Grasrüstung. Aber wie ziehe ich die an? Ah, ich kann nur eine Sache gleichzeitig anhaben, oder wie? Nee, das ist es auch nicht. Wir machen mal... So. Geht doch. Ah, nee, das kannst du direkt... Okay, ich hätte... Als ich den Rucksack gefunden habe, hätte ich mir schon denken sollen, dass es irgendwas Schlimmes dafür aufgeben muss. Naja. Wir können ja mal... Ach nee, wir haben ja gar nichts mehr. Soll ich die Samen essen? Muss ich wohl. Leute, es reicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, verdammt. Bis dahin, ciao.